Den wird er sich auch noch holen. Herzlich willkommen, Leute, zu dem Heroes of the Storm Video von der Gamescom. Wir waren ja bei Brawlmania dabei mit dem Team Knights, also bei uns waren Dadosh, ich, der Fischkopf, Chris und Sepp von Pizmeat, also jeweils an einem Tag, und Daniel, also Mundai, und wir durften als Knights erstmal gegen die Magier antreten und später gegen die Zergs. Das Ganze wurde ja live übertragen und hier sind ein paar Impressionen und Bilder von der Messe und von dem, was ich aufgenommen hatte, was Shigo aufgenommen hatte, was die Zuschauer aufgenommen hatten. Vielen, vielen Dank für das Material und aus dem Livestream selbst. Und am Ende habe ich noch ein paar schöne Szenen vom englischen Cast reingeschnitten und auch ein bisschen was vom deutschen Cast. Leider haben wir das Videomaterial nicht bekommen. Und alles in allem war das ein sehr, sehr geiler Auftritt und es hat mir super viel Spaß gemacht, auf der Gamescom, auf der Blizzard-Bühne zu sein. Ihr seht jetzt gleich noch ein bisschen von meinen Pro-Skills hier aus der Monitor-Perspektive. 10.000 Klicks per Minute sind drin. Und hier ist es gerade das zweite Match, da steht der Sepp gerade vorne und wird ein bisschen interviewt, während wir uns hier einrichten. Daddy hat diese geile Sonnenbrille aufgehabt, mit der ich das ganze Spiel gespielt hatte. Und das nur für einen Gag, den ihr gleich auch noch sehen werdet. Alles in allem muss ich sagen, das Event war wirklich geil gewesen und ich wollte noch ein Video dazu machen. Ich hoffe auch, dass ihr euch die Szene am Ende anschaut, denn ich habe mir die ganzen Matches selbst nochmal angeguckt, auf Deutsch, was die Zuschauer gefilmt hatten, und mit dem englischen Cast, einfach weil ich das nochmal sehen wollte, weil es was echt Großes war. Die Blizzard-Bühne ist wirklich riesig, es waren so viele Leute da. In der ersten Reihe waren Vita, Kapuze und Hodder, die da rumgebrüllt haben, und auch die anderen Leute von TT, die zugeschaut haben. Dann natürlich ihr, die auch beim Zuschauertreffen dabei waren, viele von euch, die hier vorne dabei waren und sogar mitgefilmt haben. Sehr, sehr geiles Gefühl, auf jeden Fall der größte Bühnenauftritt wahrscheinlich, den ich bis dato hatte als YouTuber. Und ihr seht da oben im Hintergrund die Zuschauer und es war schon wirklich cool. Wir waren, glaube ich, auch, nee, die Magier waren auch mit, zum Teil ein deutsches Team. Wir waren ja auf der Gamescom in Köln. Ist natürlich klar, dass dort mehr deutsche Zuschauer sind, die dann wahrscheinlich hier die Jungs von Pizmeat oder Mundai kannten. Und deswegen waren da sehr, sehr viele Leute auf der Seite der Knights, was man auch gemerkt hatte, weil immer so krass rumgeschrien wurde. So, hier meine Klicks per Minute, ja, wenn ich hier durch die Gegend laufe, dann wird ja so rumgeklickt. So, und das ist leider auch, glaube ich, das große Ende. Ich musste Aperture finden, der noch die Nukes hat, und da hat er sie gecastet und ich kam nicht mehr rechtzeitig ran. Man sieht es aber auch perfekt im Hintergrund. Umgehauen hätte ich ihm noch, aber die Nuke hat den Core zerstört. Das Match gegen die Magier, das konnten wir gewinnen. Und dann mussten wir gegen die Zergs ran, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und es war ein Hin und Her gewesen, aber sie hatten dauerhaft Lead gehabt. Und hier nochmal aus der Sicht von Shigo, die hier bei Blizzard Backstage sozusagen gesessen hatte, also in diesem abgesperrten Bereich neben der Bühne, coole Plätze gehabt. Und da sehen wir dasselbe Ende nochmal aus einer anderen Sicht. Ja, alles in allem ein unglaublich geiles Event, da muss ich mich auch bei Blizzard bedanken. Ihr seht unten links, es ist ein produktplatziertes Video. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es bei dem Video halt hätte auch einblenden müssen, weil der Bühnenauftritt, der wurde bezahlt und das Video war da mit drin. Deswegen habe ich es einfach mal markiert. Alles in allem, wie gesagt, es war sehr, sehr geil. Es war mit, glaube ich, eine der stärksten Erfahrungen auf der Gamescom für mich. Das Beste, das kommt natürlich auch noch, war zum Teil auch das Community-Treffen. Das hat mich sehr gefreut dieses Jahr. Also wir waren ja, aber dazu später mehr. Das habe ich auch schon mehrmals getwittert, dass das so ein Highlight für mich gewesen ist. Aber ich würde sagen, der Bühnenauftritt bei Blizzard, der war ziemlich sick gewesen. Heroes of the Storm, in einem Team, gegen ein Team, so zu spielen, hat richtig
richtig Laune gemacht. Ich hatte auch immer super viel Spaß mit den Jungs von Homer J. Aber auf der Bühne ist es nochmal was anderes als im Internet. Und ich hoffe, ihr habt gleich noch ein bisschen Spaß mit dem englischen Cast und dem kleinen Ausschnitt aus dem deutschen Cast. Im Pre-Intro habt ihr auch schon ein bisschen was gesehen. Und hätten wir dieses Match gewonnen, hätten wir eine schöne Trophäe bekommen. Was mich wirklich traurig macht. Wir wollten, das erste Match war für uns, ja komm, lass uns ein bisschen Spaß haben. Das zweite Match war, ich will jetzt gewinnen. Jetzt will ich wirklich gewinnen. Da rechts hat man die Trophäe kurz gesehen. Und das Match haben wir natürlich dann verloren. Hier sehen wir die Zergs, die verdienten Gewinner. Avenger, die Zergs, sag ich die ganze Zeit, die Aliens. Ich hoffe, ich habe das nicht zu oft gesagt, die Aliens. Und ja, der Avenger, der hat uns gut zugesetzt. Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem kleinen Video gehabt. Würde mich sehr über euren Support freuen. Und wer von euch war denn da? Wer hat es denn live gesehen? Und wie war das aus der Sicht der Zuschauer? Weil man hat immer gehört, wie wenn wir einen Kill gemacht haben, gingen die Leute mega ab. Und ja, wie gesagt, vielleicht war einer von euch auch vor Ort. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Es kommen auch noch Gamescom-Videos. Macht's gut, bis dahin und ciao! Gentlemen, I am back to Brawlmania, and there seemed to be a little bit of confusion I saw as to why there is an English cast here. This is the English stream, but Gamescom is a German event. This is why all the commentary on stage, etc., is in German, and there is a live German cast which is going out to the audience here at the venue, as the event is taking place here in Cologne. But I am here to bring the international audience. Also, you will never be able to defend the same lanes in the exact same way. We're seeing Joyce just using that Medivh's good vision here for now. Keeping an eye on it, but Kael'thas getting stunned up, gets Medivh though, but that Jada Blizzard getting some good hits onto Dodos here. So needs to be very careful. They're going very aggressive, very deep. They want Kael'thas and they get the kill. First blood going over to the Knights, and this is how they need to win the game. Push until they die. Never give up. Never surrender. She gets stunned there, but she was able to teleport away using Disintegrate. But not getting all of the damage off on it, instead going back to poking. Joystick still alive and is beginning to turn on the damage, get the protection onto Rick here, where he was chasing forward. They don't get the arcade orb though. Here comes the leap and the Muradin! Perfect gank there from the Knights. Kael'thas is deleted. They get Medivh as well, thanks to Dosh. And they're able to grab it. Li Ming actually teleporting away from the missile there. I was not aware that was possible. We will see the Knights make a play. They already have top. Now they're making a play onto bot. They found Chromie. Chromie is now not a thing. She is deleted from the map. And the Wizards, once again, on the back foot. The Knights just hitting their level 13s, putting themselves even further ahead with that talent lead. Daniel, still no protection. Daniel, I'm sorry. He gets... Oh, that might save him, the Haymaker. Nope, never mind. Dashed he goes. They're annihilated from over the wall there. The chase potential is great. The Zerg has been unleashed in the top lane. The AoE is seriously helping here, but those Ultralisks are very tanky, and they do a lot of damage. The keep is down, so catapult into Slave. Steve gets stunned. Muradin gonna solo him by the looks of it. The stasis doesn't hit. Steve on the run, trying to get out. He can't be back here. There's too many people. He gets taken down, and the Zerg rush is gonna push in the top lane. The hero is going to push in the bot lane, and that is going to be GG, and it's going to be our Knights who will move on to play against the Marines. Syndra Ghost comes in for the slow, but that is all she wrote, ladies and gentlemen. Well played to our Knights team. Nicely done. There's the small pilot of the fort there, and somehow, despite being machined, it is still full of gold, because everyone loves gold. And the Knights take the victory. They will move on to the finals, which will be coming up next, to play against our team of the Aliens. Sorry, I said the Marines earlier, but the Aliens did win off the match. So now we're going to send it back over to the hosts, who are going to interview. Also, wie die da reingerannt und reingesprungen auch sind, ich meine, wenn wir Sonja und Muradin angucken, wir hatten halt so eine Schelling gestern gesehen und ich freue mich schon darauf, wie es heute ausgehen wird. Stellen wir direkt mal vor, unsere Knights. Auf jeden Fall, wir haben auf der Seite der Knights P-Speed als Arthas hier unterwegs. Mundai auf der Sonja, Dalukan auf Muradin, Fischkopf wieder auf dem Tyrael und Dadosh auf Umfer. Wie sieht's bei dir aus? Ja, die sehen schon wieder ziemlich episch aus. Gerade mit den Mounts muss man echt sagen. Auf der anderen Seite haben wir die Aliens mit Loco auf der Hanka, Nizera auf der Kerrigan, in der wir auf dem Tychus, dem Infestierten natürlich, ja. Dann Game Day Iroda auf der...
pushed in, and instead of capitalizing on it and picking up the nuke, they instead went a bit greedy and thought they could push, but that just saved time for the Knights to rotate. But they are back again. If they can kill the nuke off the enemy team, that will also work. Denied. Alucard's just using it instead. Divine Shield's being used, protecting Sonya from going down. The nuke does land and kills off Dahaka here. And now Nasira on the run, trying to escape. The stun lands, though. That will give her a bit more time. Abathur needs to get back on her head to give her some kind of shielding. She's currently trying to escape. She gets rooted, and Abathur drops off, but it's too late, and down she goes. And we will see the Knights once again take control. They did use the nuke, though, without hitting too much. But it is over now, though. He will be fine. He'll be able to be out of there, just to make sure he isn't ganked. But the Knights not having any of it. They're going to use their huge tankiness to try and take down the boss. Remember, though, that boss is lethal. This could go really bad for them. So they're trying to just tank it through, but Pierce Mir has so little health left. They need Uther to arrive. No stand in the Banelix. They don't want to risk it. Minerva showed, and that's what they needed. They have a 5-man team there, and there's still 2 people dead, but that boss has so much damage, they don't want to risk it. Here comes the copy. The Knights making the play here. They realize the boss is already finished, but they turn it instead. But Minerva, having to dash backwards. Logo arrives, drops the silence onto Murin. In comes the Draken Laser Drill. Fishkop over the other side, dropping the Holy Grounds. Zone out Merlo here, but it is just the Abathur copy. There's huge damage to Dalakar. Not enough for the kill, but enough to zone him out of the fight for a while. Pierce Smith arriving back. He already went B for some more health. And no one died in that fight, but the Marines were able to prevent that boss from being finally taken the Vindicates here. Kill it off. There's still another one here, but here comes the Duke from Abathur to try and end the game. It comes down, it's too late, and there's the GG. Abathur with the backdoor Duke to win the game for the Zerg or the Aliens. What an exceptional play by them. What a super close game, back and forth all the way. And huge congratulations to Team Aliens, the sneak attack for the victory. And we are going to send it over to the German host for an interview.